So, hallo zusammen. Heute möchten wir uns mal mit folgendem Problem beschäftigen. Stellen wir uns mal vor, wir haben ein paar Sensoren, zum Beispiel wie hier angedeutet ein Temperatursensor und ein paar Aktoren wie LEDs und wollen das Ganze an ein Linux-System betreiben. Warum Linux und kein Mikrocontroller? Ja, sagen wir, wir wollen die ganzen Daten noch in eine Datenbank loggen, noch einen Webserver anbieten und vielleicht noch ein paar mehr Services nutzen, die Linux einfach out of the box mitbringt. Ja, mittlerweile oder so der gängigste Weg, um dieses Problem zu lösen, besteht darin, man kauft sich einen Raspberry Pi und hier kann man die Sensoren praktisch an diese Stiftleiste anschließen und betreiben und man hat trotzdem einen vollwertigen Linux-Rechner und kann eigentlich fast alle Dienste von Linux nutzen. Das Problem ist, in den letzten Jahren haben wir die Lieferschwierigkeiten beim Raspberry Pi gesehen, dass sie eben ziemlich knapp waren und nur noch zu sehr hohen Preisen verfügbar sind. Und auch jetzt, wo die Lieferkrise etwas vorbei ist oder im Abebnen ist, die Preise für den Raspberry Pi sind immer noch relativ hoch. Für den Raspberry Pi Zero musste man beispielsweise vor der Lieferkrise 5 Euro zahlen ohne WLAN. Mittlerweile liegt er so zwischen 10 und 15 Euro. Und bei den Raspberry Pi 4s, die auch wesentlich mehr Rechenleistung mitbringen und Arbeitsspeicher mitbringen, liegen die Preise auch schon zwischen 50 und 100 Euro. Wenn man jetzt einfach eine günstige Alternative sucht, wäre es vielleicht auch eine Idee, einfach seinen alten Standard-PC vom Dachboden zu holen, der vielleicht schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, und die Sensoren und die Aktoren darin zu betreiben. Und wie das geht, das möchte ich euch heute in meinem Vortrag zeigen. Ich habe den Vortrag den Namen gegeben, Linux Hardware Hacks, Sensoren und Aktoren an einem PC betreiben. Und das ist eigentlich auch das Thema von diesem Vortrag. Aber jetzt erstmal ein paar Worte über mich. Mein Name ist Johannes Reuth. Ich arbeite als hardware-naher Softwareentwickler und konnte dadurch viel Erfahrung mit Embedded Interfaces und der Ansteuerung von Sensoren und Aktoren sammeln. Seit nun schon über 10 Jahren nutze ich privat fast ausschließlich GNU Linux-Systeme und konnte somit auch gewisse Erfahrungen damit aufbauen. Seit 3, 4 Jahren mittlerweile habe ich auch einen YouTube-Kanal, den ich euch hier mal verlinkt habe. Mein Kanalname ist Johannes von GNU under Linux und da findet ihr auch Videos zur Embedded-Programmierung, zur Linux-Kernel-Entwicklung, aber auch zu Industrie-Ethernet-Systemen zum Beispiel. Für den Fall, dass ihr mich erreichen wollt nach dem Vortrag, habe ich hier mal meine private Webseite verlinkt, gnu-linux.rocks. Und auf der findet ihr nach dem Vortrag einerseits diese Folien, die könnt ihr aber auch auf den Tux-Tagen downloaden und ihr findet auch meine E-Mail-Adresse. Gut, dann noch ein paar Worte zu diesem Foliensatz hier. Ich habe diesen Foliensatz unter die Creative Commons by Name Share Alike 4 Lizenz gestellt. Das bedeutet für euch, ihr dürft diesen Foliensatz weitergeben und remixen. Allerdings müsst ihr dabei zwei Sachen beachten. Das erste ist, ihr müsst meinen Namen als initialen Autor nennen und ihr müsst euren Remix unter derselben Lizenz weitergeben. Und diese Folien sind auch zum Nachschlagen gedacht. Ich denke zwar, ich komme heute über alle vorgenommenen Themenbereiche durch. Sollte ich aber irgendwas nicht schaffen, könnt ihr die einzelnen Sachen auch in den Folien nachschlagen. Gut, dann kommen wir nun zur Agenda. Was habe ich heute mit euch geplant? Also, wir haben ja dieses Problem, wir wollen Sensoren und Aktoren an einem Linux-System betreiben. Dafür müssen wir natürlich dann erst einmal eine geeignete Computerplattform auswählen. Und ich werde euch da hier drei verschiedene Plattformen vorstellen und deren Vor- und Nachteile diskutieren. Gut, wenn wir ein System haben, brauchen wir natürlich auch eine geeignete Distribution. Darüber werden wir uns im Folgenden dann näher Gedanken machen. Und am Ende möchte ich euch noch zwei Beispiele zeigen, wie ihr eben mit Sensoren und Aktoren interagieren könnt. Einmal möchte ich euch dafür den alten Druckerport vorstellen. Und was ich auch noch machen möchte, ist euch zeigen, wie ihr eine I²C-Schnittstelle auf eigentlich jeden PC oder Laptop bekommen könnt. Gut, soviel zum Programm, dann starten wir doch gleich mal. Wenn wir jetzt also ein Projekt haben, wir brauchen eine geeignete Computerplattform. Ich habe jetzt mal hier drei Beispiele aufgelistet. Die erste Möglichkeit und die offensichtlichste sind die Single-Board-Computers wie der Raspberry Pi. Es gibt aber noch Alternativen, zum Beispiel alte, ausgemusterte Thin-Clients zu verwenden. Thin-Clients sind relativ leistungsschwache Rechner, die früher vor allem im Büro oder immer noch vor allem in Büros verwendet werden. Die Idee ist einfach, dass man nicht an jedem Arbeitsplatz einen relativ leistungsstarken PC aufstellt, sondern einen sehr mächtigen Zentralserver hat, auf den eben alles läuft. Und die Arbeitnehmenden müssen sich nur auf diesen Rechner verbinden und brauchen dafür einen kleinen Rechner, der nicht die größten Leistungsdaten hat. Und das sind eben Thin-Clients. Also über Thin-Clients kann quasi eine Remote-Verbindung zu einem Zentralrechner aufgebaut werden und dass der dann fürs Arbeiten genutzt werden. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich noch die Nutzung von alten Standard-PCs.
Noch vor 10, 15 Jahren hatte eigentlich jeder einen PC bei sich im Büro oder Wohnzimmer herumstehen. Die liegen mittlerweile alle auf den Speicher, aber die kann man eben auch hernehmen, um Sensoren und Aktoren unter Linux anzusteuern. Dann gehen wir mal diese Computerplattformen im Detail nochmal ein bisschen durch. Und wir fangen wieder an mit den Single-Board-Computer. Hier im Bild sehen wir mal einen Raspberry Pi, das müsste der Raspberry Pi 3 sein. Und auf den Raspberry Pi werkelt meistens ein ARM-Prozessor oder mehrere ARM-Prozessoren. Aber die Raspberry Pi sind natürlich nicht die einzigen Single-Board-Computer, die verfügbar sind. Weitere Beispiele sind noch der Banana Pi, der Mango Pi oder Pine64 bietet auch einige gute Single-Board-Computer an. Manche Single-Board-Computer haben auch mittlerweile schon eine OpenRISC-V-Architektur. Aber wichtig für uns ist nur, dass die Programme von diesen Single-Board-Computern meistens eben nicht kompatibel sind mit den Programmen auf unseren Standard-Intel- oder AMD-Laptops. Für diese Single-Board-Computer gibt es meist eine maßgeschneiderte Linux-Distribution. Für den Raspberry Pi ist das eben Raspberry Pi OS. Der Arbeitsspeicher variiert stark. Beim Raspberry Pi kann man mittlerweile noch zwischen 1,5 GB bis 8 GB auswählen, aber dieser Arbeitsspeicher ist fest aufgelötet. Also die kann man nicht ohne weiteres erweitern. Wenn man mehr braucht, dann muss man eben sich einen neuen Raspberry Pi kaufen mit mehr Arbeitsspeicher. Der große Vorteil von den Raspberry Pis ist, dass die Interfaces, die wir eben brauchen, um Sensoren und Aktoren anzusteuern, einfach hier über diese Stiftleiste abgegriffen werden können. Und das ist eigentlich bei den meisten Single-Board-Computern der Fall, dass es irgendwo eine Stiftleiste gibt und da kann ich jetzt meine GPIOs und mein I²C abgreifen. Ein weiterer Vorteil ist der sehr niedrige Energieverbrauch. Also so, ich glaube, der Raspberry Pi 3, der hat vielleicht so 5 Watt Leistung im Leerlauf. Das ist natürlich schon sehr gut, vor allem wenn das Ganze über ein Jahr lang 24 Stunden laufen soll. Die Kosten sind wieder sehr verschieden, kommt natürlich wieder darauf an, was man braucht, wie viel Leistung man braucht. Ein Raspberry Pi Zero bekommt man aktuell ungefähr für 15 Euro, ein Raspberry Pi 3 ungefähr 40 Euro und die Vierer, die werden ungefähr bei zwischen 50 und 100 Euro liegen, je nachdem, welchen Speicherausbau man eben will. Ein kleiner Nachteil bei den Raspberry Pis ist, es wird noch eine SD-Karte als Speicher benötigt. Andere Single-Board-Computer bieten da schon teilweise aufgelötete Speicher mit an, zum Beispiel ein eMMC-Speicher oder ein NAND-Flash, in dem man auch das Betriebssystem ablegen kann, aber im Raspberry Pi brauchen wir eben noch eine SD-Karte. Gut, soviel zum Raspberry Pi, dann schauen wir uns mal den nächsten Kandidaten an, die Thin-Clients. Hier im Bild ist mal so ein Thin-Client von Fujitsu dargestellt, das müsste ein Futro OS 700 sein. Aber hier gibt es auch noch andere Hersteller, zum Beispiel HP oder Dell bauen auch eigene Thin-Clients oder Eagle ist auch noch ein ziemlich großer Thin-Client-Hersteller. So in diesen Thin-Clients ist meistens Laptop-Hardware verbaut, also wir haben meistens x86-Prozessoren von Intel oder AMD. Der Vorteil ist, deswegen sind auch Standard-Linux-Distributionen nutzbar. Der Arbeitsspeicher ist hier auch wieder ganz verschieden. Man bekommt eigentlich hier auch die komplette Bandbreite. Mittlerweile, also heutzutage geht das ungefähr bei 0,5 GB los. Allerdings und nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenzen. Das Coole ist allerdings bei diesen Thin-Clients, es werden meistens Laptop-Arbeitsspeicherriegel verwendet. Deswegen ist dieser Speicher oft auch nachrüstbar, was natürlich praktisch sein kann. Wenn man mehr Speicher braucht man einfach nur einen neuen Speicherriegel kaufen. Und die Interfaces, hier hat man natürlich jetzt keine Schnittstelle, wo man einfach sein I²C abgreifen kann, aber über manche Standard-PC-Schnittstellen und über ein paar Tricks, die ich euch heute noch in diesem Vortrag zeige, sind die Interfaces trotzdem erreichbar. Der Verbrauch von so einem Thin-Client ist schon höher wie jetzt von einem Raspberry Pi, allerdings noch ziemlich gering im Vergleich zu einem normalen Standard-Desktop-PC. Die Kosten variieren natürlich auch wieder komplett nach dem, was man braucht. Allerdings, ich habe jetzt mal gestern noch bei eBay geschaut, so für 20 Euro bekommt man eigentlich schon brauchbare Thin-Clients. Brauchbar, das heißt meist schon ein Dual-Core-Prozessor, 2 bis 4 GB Arbeitsspeicher und 8 GB interner Speicher als mSATA SSD. Und ein weiterer Vorteil von diesen Thin-Clients ist, meistens sind schon kleine SSDs verbaut. Bei älteren ist das zwar bloß 1 oder 2 GB, da wird es auch mit modernen Linux-Systemen schwierig, das darauf zu installieren. Aber ein bisschen neuere haben durchaus schon brauchbare Speichergrößen wie 8 GB, was für ein kleines Linux komplett ausreichend ist. Und die letzte Möglichkeit ist natürlich, einfach seinen alten Standard-Desktop-PC vom Dachboden wieder rauszukramen. Wie schon gesagt, noch vor 10, 15 Jahren hat eigentlich jeder einen Desktop-PC bei sich zu Hause stehen gehabt. Das Problem ist, der braucht relativ viel Platz am Speicher und die Leistung bringt er mittlerweile auch nicht mehr, gerade wenn es vor allem um Interaktion im Browser geht.
Und deswegen versuchen viele Leute, den eben auf eBay Kleinanzeigen loszubekommen. Teilweise kann man diese PCs sogar schon für, also gratis bekommen, dass sie eben für zu verschenken bei eBay Kleinanzeigen gelistet sind. Aber auch wenn nicht, so ab 10 Euro kann man eigentlich schon einen brauchbaren PC bekommen. Naja, natürlich, bei PCs haben wir wieder die x86-Prozessoren von Intel oder AMD. Es sind Standard-Linux-Distributionen nutzbar. Arbeitsspeicher, mittlerweile findet man fast keine Rechner mehr, die unter 1 GB Arbeitsspeicher haben, und in PCs ist der Arbeitsspeicher eigentlich immer erweiterbar. Wie beim ThinClient sind die Interfaces über die Schnittstellen abgreifbar. Der Nachteil ist, naja, das sind alte PCs, die sind noch nicht so auf Energiesparen optimiert und der Verbrauch ist deswegen relativ hoch. Dafür ist der Vorteil, die Anschaffungskosten sind relativ gering, da sie, wie schon gesagt, teilweise schon für 0 Euro zu finden sind. Und ein weiterer Vorteil ist, meistens ist schon eine Festplatte verbaut. Manche bauen die Festplatte auch aus Datenschutzgründen und verkaufen den PC ohne Festplatte. Aber im Allgemeinen, mittlerweile bekommt man eine 100 GB SSD für ungefähr 10 Euro. Also ist ja auch eine billige Nachrüstung möglich. So, welche Plattform wähle ich jetzt aus? Ja, das Problem ist natürlich, alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Bei einem Single-Board-Computer haben wir tendenziell eher einen höheren Preis, dafür einen niedrigeren Energieverbrauch, einen kleineren Platzverbrauch, aber meistens brauchen wir eben noch eine SD-Karte. Okay, die kostet mittlerweile auch noch 5 bis 10 Euro, also ist auch nicht so das große Problem. Ein Standard-PC dagegen ist extrem billig, ein alter Standard-PC. Der Energieverbrauch ist allerdings relativ hoch, genauso der Platzverbrauch. Und Speicher ist teilweise schon eine 100 GB oder mehr größere Festplatte eingebaut. So ein Mittelding ist immer der ThinClient, der halt hier eigentlich relativ schön in der Mitte liegt. Deswegen ist es wichtig, dass man immer für sein Projekt eben abwägt, was brauche ich, wie lange soll das laufen. Also wenn ich nochmal kurz was ausprobieren will und eine Hardware brauche, wo auch was kaputt gehen darf, ist vielleicht so ein alter Standard-PC eine gute Lösung. Wenn es jetzt etwas ist, das wirklich ein ganzes Jahr 24 Stunden immer laufen soll, dann ist vielleicht der niedrige Energiebedarf von einem Single-Board-Computer oder ThinClient schon ausschlaggebend, eben so eine Plattform zu wählen. Gut, jetzt haben wir also eine Plattform. Sagen wir mal, wir wollen mit einem ThinClient oder mit einem Standard-PC ins Rennen gehen. Jetzt brauchen wir natürlich eine Linux-Distribution. Und eine erste wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, brauchen wir eine grafische Benutzeroberfläche? Wenn wir das Ganze nämlich nur über SSH steuern wollen oder über irgendwelche anderen Remote-Zugriffe, dann können wir uns wesentlich viel Speicherplatz für diese Benutzeroberfläche sparen und wir können auch kleinere SSDs einsetzen. Also es ist durchaus noch möglich, ein modernes Linux auf einer 2 GB SSD zu installieren, wenn halt keine Benutzeroberfläche mit dabei ist. Dann eine Frage, die mittlerweile nicht mehr ganz so relevant ist, ist eben, ob das System, der Prozessor 24-Bit kompatibel ist. Mittlerweile sind eigentlich fast alle Prozessoren 64-Bit kompatibel, auch schon die Prozessoren vor 10, 15 Jahren. Aber für den Fall, dass man tatsächlich noch einen Computer mit einem 32-Bit-Prozessor erwischt hat, gibt es trotzdem noch Distributionen, die das unterstützen. Beispiele sind Debian, NTIX oder Alpine Linux. Aber es gibt natürlich noch weitere. Wenn man jetzt unbedingt eine grafische Benutzeroberfläche will, ist bei so alten und leistungsschwachen Hardwaren wichtig, dass man auch Desktop-Environments verwendet, die auch nicht so ressourcenfressend sind. Gute Beispiele sind hier LX.de, Fluxbox, XFCE oder LXQT, aber da gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer. Wenn man eine ganz minimalistische Distribution wählen will, ist TinyCoreOS eine interessante Distribution. Die braucht ungefähr, also die ISO-Datei, die man runterlädt, ist ungefähr 30 MB groß und ist natürlich schon phänomenal klein. Aber auch Alpine oder Debian über den Net-Installer ohne grafische Benutzeroberfläche installiert, ergeben relativ kleine, minimalistische Linux-Installationen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr möchte mit Benutzeroberfläche, würde ich jetzt MX Linux, NTX oder sogar noch Lubuntu empfehlen. Also, aber hier gilt auch wieder, welche Anforderungen habe ich, was brauche ich, wie kann ich es umsetzen und entsprechend ist dann eben hier diese Wahl zu treffen. Okay, cool, jetzt haben wir also eine Distribution, wir haben eine Computerplattform, jetzt möchten wir aber auch mal Hardware ansteuern. Und das erste Beispiel, das ich euch zeigen möchte, das vor allem bei alten PCs noch recht verbreitet ist, ist der sogenannte Parallelport oder der Druckerport. Also der Druckerport, das ist eben hier diese 25-polige Sub-D-Buchse am PC. Und prinzipiell, der Druckerport kann über 3 8-Bit-Register gesteuert werden. Diesmal hier das Grüne, das Gelbe und das Blaue sind quasi diese 3 Register, die das steuern. Diese Schnittstelle ist eben für Drucker
entworfen worden. Und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz an, wie diese Schnittstelle funktioniert. Also hier sieht man nochmal das Pinout des 25-poligen DSUB-Steckers. Und das waren noch alte Drucker, die eigentlich bloß Text drucken konnten. Und bei diesen Druckern konnte man quasi das zu druckende Zeichen als 8-Bit-Wert über diesen Datenport hier schicken, der hier oben gezeigt ist. Also hier hat man 8 Datenbits, an denen konnte man quasi das zu druckende Zeichen anlegen. Dann hat man noch 4 Kontrollsignale, bei denen man zum Beispiel den Drucker resetten kann, indem man zum Beispiel sagen kann, bitte übernimm die Daten, die jetzt eben hier auf dem Datenbit liegen und drucke sie. Und das Coole ist, über diese 8 Datenbits und über diese 4 zusätzlichen Steuerbits bekommen wir schon mal 12 digitale Ausgänge. Und da muss der Drucker natürlich auch seinen Status zurückmelden. Dafür stehen noch 5 digitale Eingänge zur Verfügung. Zum Beispiel ein Eingang hier ist zum Beispiel ein Acknowledgement. Also wenn ein Zeichen erfolgreich gedruckt wurde, wurde dieses Acknowledgement gesetzt. Wenn der Drucker beschäftigt ist, hat er eben ein Busy-Bit gesetzt. Wenn das Papier alle ist, konnte er das über Paper-Out signalisieren. Und so haben wir eben einfach, oder wenn ein Fehler antritt, haben wir hier sogar noch ein Error-Bit gehabt. Also insgesamt bekommen wir über den Parallel-Port quasi 12 digitale Ausgänge und 5 digitale Eingänge. Wichtig beim Druckerport ist allerdings, oder beim Parallelport ist, dass manche Bits in Hardware invertiert sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine 0 zum Beispiel jetzt hier auf den Strobe schreiben, wird eine 1 am Port ausgegeben. Gut, und dann wollen wir uns mal anschauen, wie wir den Druckerport ansteuern können. Also hier bei meinem Setup sieht man schon, ich habe jetzt hier so eine kleine Platine angeschlossen. Die 5 Ausgänge sind an diese DIP-Switches geführt und diese LED, diese 7-Segment-Anzeige hier, ist an die 8 Datenbits gesetzt. Ich bin hier quasi auf einen alten Rechner von mir verbunden. Können wir mal schauen, was der so hat. Dieser Rechner hat einen alten AMD Athlon 64-3000 Plus Prozessor. Das ist ein Prozessor mit nur einem Core und 1,8 GHz. Onboard ist eine alte NVIDIA Grafikkarte und der Laptop hat 1 GB DDR-SD-RAM. Also eine wirklich alte Speichertechnologie. Mittlerweile sind wir bei DDR5. Trotzdem ist es ein 64-Bit-Prozessor und wir können die neueste Installation von Debian drauf laufen lassen. Jetzt wechsle ich mal zum Root-User, denn wir brauchen Root-Rechte, um auf den Druckerport zuzugreifen. Und was ich jetzt verwenden werde, ist ein Python-Paket, das Parallel heißt. Und über diesen Befehl kann es auf Debian-basierten Systemen installiert werden. Ich habe schon installiert, darum überspringe ich das und öffne gleich mal Python. Was ich jetzt machen muss, ich muss mein Modul Parallel importieren. Und jetzt lege ich mein Objekt von der Klasse Parallel.Parallel an. Und hier kann ich noch den verwendeten Druckerport übergeben, wenn ich mehrere habe. Ich habe bloß einen, drum kann ich das eigentlich auch weglassen. Aber wenn ich mehr hätte, könnte ich jetzt hier eben statt Powerport 0, Powerport 1 zum Beispiel angeben. Wenn ich jetzt die Datenleitungen setzen möchte, gibt es hier die Methode setData von diesem Objekt. Und hier kann ich einfach den zusetzenden Wert übergeben. Und wir sollten jetzt eigentlich was sehen. Entschuldigung. Ja, war nicht gescheit angesteckt. Jetzt sehen wir eben, dass hier eine 7 angezeigt wird. Oder wenn ich jetzt mal 255 schreibe, ich habe hier leider einen kleinen Wackelkontakt drin, aber dann sehen wir, dass eben alle LEDs dieser 7-Segment-Anzeige geschalten werden. Wenn wir jetzt ein Statusbit zurücklesen wollen, haben wir die Funktionen get in acknowledge zum Beispiel, um das Acknowledge-Bit zu lesen. Das lese ich mal, aktuell ist es false. Aber wenn ich jetzt diesen ersten DIP-Switch hier setze, mache ich mal kurz, dann kann ich jetzt hier eben true zurücklesen, dass der Pin jetzt eben gesetzt ist. Okay, und das war es eigentlich schon, wie wir mit dem Parallelport interagieren können und den eben nutzen, um einfache digitale Ein- und Ausgänge zu schalten und zu verwalten. Genau, das ist auch hier nochmal in der Folie gezeigt. Gut, dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Thema. So, dafür erstmal eine kurze Frage. Was haben die Slots für DRAM-Speicherriegel, für PCI-Express-Karten und für Display-Anschlüsse gemeinsam? Über diese 3 Schnittstellen können wir alle einen I²C-Port abgreifen. Aber was ist I²C eigentlich? Also I²C ist ein Zweidraht-Bus-System. Das besteht aus einer Datenleitung, meistens abgekürzt mit SDA,
und einer Taktleitung, meistens abgekürzt SCK. Standardisiertes I²C für drei Frequenzen, 100 und 400 Kilobit pro Sekunde und 1 Megabit pro Sekunde. Und am Ende diese zwei Leitungen, die müssen mit einem Pull-Up-Widerstand terminiert werden. So, und wie funktioniert das der Bus und welche Rollen gibt es in diesem Bus? Wir haben einmal einen Controller, das ist quasi der Chef, der gibt quasi die Transfer oder der initiiert die Transfers. Und wir haben mehrere Geräte. Jedes Gerät hat eine individuelle Adresse. Bei I²C sind bis zu 100 Adressen oder es ist möglich, bis zu 100 verschiedene Sensoren an einem I²C-Bus zu betreiben. Und der Controller kann jetzt ein Gerät über die jeweilige Adresse ansprechen. Und was kann der Controller dann machen? Er kann entweder von einem Gerät lesen oder er kann zu einem Gerät schreiben. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Meistens sind die Geräte ein bisschen komplizierter und einfache Lese- und Schreibezugriffe funktionieren nicht. Zum Beispiel hier habe ich mal als Beispiel den LM75A Temperatursensor. Der hat die I²C-Adresse 48. Und dieser Sensor hat jetzt auch noch interne Adressen. Also, das ist die I²C-Adresse, das sind interne Adressen. Also hinter Adresse 0 befindet sich zum Beispiel die aktuelle Temperatur oder hinter Adresse 3 die Übertemperatureinstellungen. Wenn jetzt zum Beispiel der Controller hier diese Übertemperatureinstellungen auslesen möchte, muss er zuerst einen Schreibzugriff zu dem Gerät machen und da schreibt er dann die Adresse, die interne Adresse, von denen er lesen will. Also macht einen Schreibzugriff auf I²C-Adresse 0x48 und schreibt 0x3. Und in einem zweiten Zugriff liest der Controller dann wieder vom Gerät und bekommt eben die entsprechende Adresse oder bekommt den Wert hinter der entsprechenden internen Adresse zurück. Okay, aber jetzt, was hat das jetzt nochmal mit unseren SDRAM, DIMMs, PCI Express-Slots und Display-Konnektoren zu tun? Naja, bei den Steckplätzen für DRAM-Speicherriegel und bei PCI Express-Slots, die sind an den sogenannten System Memory Bus angeschlossen. Der System Memory Bus ist kompatibel zu I²C und er ermöglicht es dem System, einen Zugriff auf Systeminformationen zu bekommen. Zum Beispiel bei Arbeitsspeicherriegeln ist ein kleiner I²C-Speicher verbaut, der Informationen über diesen Speicherriegel enthält. Zum Beispiel die Größe an verfügbaren Speicher oder die verfügbaren Geschwindigkeiten. Das BIOS liest über diesen System Memory Bus dann diese Daten aus und initialisiert den Speicher entsprechend und gibt das dann an das Betriebssystem weiter. Und bei PCI Express ist der SM-Bus auch angeschlossen. Hier haben wir mal das Pinout einer PCI Express. Anschlusses und hier sehen wir auf der Oberseite Pin 5 und Pin 6 ist einmal der Clock und der Datenpin. Bei Displays funktioniert das Ganze ähnlich. Wir haben quasi einen sogenannten Display Data Channel Interface, das eben auch kompatibel zu I²C ist. Darüber können wir Informationen über den Monitor bekommen, zum Beispiel die Auflösung, die unterstützt oder die Bildwiederholungsraten. Bei manchen Monitoren können wir über den Display Data Channel auch die Helligkeit einstellen. Der Display Data Channel ist verfügbar bei VGA, DFI und HDMI, leider nicht bei DisplayPort. Und hier können wir mal das Pinout vom VGA sehen. Am Pin 5 haben wir den Ground Pin, Pin 9 ist 5 Volt Spannungsversorgung, Pin 12 ist unsere Datenleitung, Pin 15 ist unsere Clockleitung und das können wir jetzt eben nehmen, um einen Sensor anzuschließen. Gut, dann möchte ich euch das jetzt nochmal kurz zeigen. Dafür wechsle ich wieder hier auf mein Terminal und beende hier mal Python. Ich stecke mal kurz meinen Parallelport ab. Und dann können wir hier unten sehen, habe ich an diese VGA-Buchse so einen 15-poligen D-Sub-Stecker angelötet und daran befindet sich ein BMP280 Temperatur- und Drucksensor, der eben über I²C ausgelesen werden kann. Gut, wenn ich den jetzt eben über den Linux User Space ansprechen möchte, muss ich erst einen Treiber laden, dass ich über den User Space auf I²C komme. Dieser Treiber heißt I²C-dev und ich lade ihn hier mit diesem modprop, also module load oder probe Befehl. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich hier mein dev in /dev, also bei den Device Files, ein paar neue Dateien mit der Endung I²C- und eine Nummer finden. Und wir haben hier 5 Dateien, also sind hier auf meinem System 5 I²C-Interfaces oder Busse verfügbar. Gut, dann, wenn ich darauf zugreifen möchte, gibt es relativ angenehme Bash-Utils, die sogenannten I²C-Tools, die eben über diesen Befehl installiert werden können. Bei mir sind die schon installiert. Ein I²C-Tool ist iScrewC Detect
und mit minus L kann ich mir die zur Verfügung stehenden Busse anzeigen lassen. Also wie schon gesagt, wir haben hier 5 Busse. 2 Busse sind die System Memory Bus, die anderen 3 Busse sind Display Data Channels. Wenn ich jetzt sehen will, welche I²C-Geräte angeschlossen sind, kann ich I²C-J und dann die Nummer des Busses, der mich interessiert. Ich mache mal hier Bus 0. Und dann wird der Bus hier gescannt und ich sehe, okay, an diesem Bus sind 7 Geräte angeschlossen. Meinen BMP280-Sensor habe ich jetzt mal an I²C2 angeschlossen. Drum lasse ich mir den einmal anzeigen und wir sehen, es wurde ein Gerät gefunden mit der Adresse 76. Wenn ich den jetzt mal abstecken würde und den Scan nochmal laufen lassen würde, wäre er eben nicht mehr verfügbar. Wenn ich jetzt von diesem quasi von diesem Sensor lesen möchte, brauche ich das Tool I²C-GET. Der Bus ist Nummer 2, die Adresse, die I²C-Adresse ist 76 hexadezimal und ich möchte das interne Register D0 lesen. Jetzt bekomme ich hier den Wert 58 zurück. Das ist einfach bloß ein ID-Register, bei dem ich zurücklesen kann und eben sehe, dass das Lesen erfolgreich funktioniert. Wenn ich jetzt einen Wert schreiben wollen würde, könnte ich das mit dem Tool I²C-Set machen, wieder den Bus, die interne Adresse und den Wert, den ich schreiben möchte. Ich kann auch 2 Werte auf einmal schreiben, aber ich mache das jetzt hier einmal nicht, weil ich den Sensor nicht durcheinander bringen möchte. Das Coole ist, Linux bietet bereits einen Treiber für den BMP280-Sensor an und jetzt zum Schluss möchte ich den nochmal schnell laden. Dafür muss ich nach cd-sys-bus-i²c gehen und hier habe ich einen Ordner namens Devices und in diesen Devices hat jeder I²C-Bus auch wieder einen eigenen Ordner. Jetzt wechsle ich mal nach Devices I²C-2 und schauen wir mal an, was da drin ist. Hier habe ich eine Datei mit dem Namen New Device und wenn ich jetzt in diese Datei den Namen meines Sensors und die Adresse reinschreibe, wird automatisch der Treiber für diesen Sensor geladen. Also machen wir das mal. Wir haben einen BMP280 und die Adresse ist 76 hexadezimal. Da schreiben wir noch New Device. Und jetzt wurde uns dieser Ordner hier erstellt. Und dieser Ordner enthält quasi alle Informationen zu unserem Sensor. Und hier haben wir auch die Treiber-Schnittstelle oder das Treiber-Interface. Also für den BMP280-Sensor wird das Industrial I.O. Subsystem von Linux verwendet. Das ist ein Kernel-Framework, das verwendet wird, um eben ja Sensoren angenehm anbinden zu können an Linux. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe und mal schaue, was da drin ist, haben wir 2 Dateien, die wichtig sind. Einmal hier diese In-Pressure-Input. Das ist quasi, in der Datei steht der Druck drin, kann ich mal mit cat ausgeben lassen. Also der Druck hier ist ungefähr 100 bar, wie zu erwarten ist. Und über cat in temp input kann ich mir die aktuelle Temperatur ausgeben lassen. Okay, es ist wahrscheinlich so warm, weil naja, das hängt ziemlich nah am PC und am Lüfter und naja, der hat dann eine gewisse Abwärme, dieser alte PC. Wenn ich jetzt mal meinen Finger drauf tue, der ist relativ kalt, also wird die Temperatur wahrscheinlich eher sinken. So, und die Temperatur jetzt ausgibt, sehen wir jawohl, die Temperatur sinkt eben langsam. Genau. Und das ist eben die Art und Weise, wie wir auch Treiber laden können für I²C und wie wir dann auf diese Treiber zugreifen können. Das Coole an I²C ist, das funktioniert jetzt nicht nur für diesen einen Sensor, sondern es gibt eine ganze Bandbreite an Sensoren, an Displays, an I/O-Expandern, die eben auch über I²C angesteuert werden können. Genau, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Vortrag zeigen, dass ihr eigentlich auch über jeden Standard-PC Sensoren und Aktoren an Linux anbinden könnt. Und wenn ihr mal irgendwie wieder ein Bastelprojekt habt, könnt ihr euch vielleicht mal überlegen, statt ein Raspberry Pi auch einfach euren alten Standard-PC wieder zu recyceln. Aber ich möchte euch natürlich jetzt nicht den Raspberry Pi madig machen. In diesem Vortrag wollte ich bloß zeigen, es gibt natürlich auch Alternativen zu den Raspberry Pis und vielleicht ist es auch mal ganz interessant, diese Alternativen auszuprobieren. Gerade wenn vielleicht auch ein gewisser Kostendruck da ist. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen und dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder auf den TUX-Tagen. Dankeschön und ciao.